Ach Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bin so froh, dass du deiner Konsenspersönlichkeit keinen Raum gegeben hast, sondern deiner differenzierten Art und Weise an Dinge heranzugehen und auch die Praxisnähe so klar dargestellt hast. Apropos Nähe, ich bitte doch gleich mal alle vier Referenten herauszukommen. Vielleicht nehmen die beiden nicht Papier. Ja? Kommen Sie herein. Herüber, Sie können sich gern dorthin stellen, gibt es auch noch mal ein Wasser, das passt ja gut zum Thema. Für Sie gibt es nachher auch noch etwas zu Flüssigkeit und etwas Nahrung draußen, aber wir haben jetzt noch etwa eine knappe halbe Stunde, um die Diskussion mit Ihnen, mit den Referenten auch zu beginnen. Frau Luckwalz, wir hatten heute angefangen, wirklich sehr eindrücklich von Ihrem Vater zu berichten. Darf ich einfach mal jetzt, um das auch ein bisschen rund zu machen, nach dem, was Sie jetzt gehört hatten von Herrn Fink aus theologischer Sicht, von Herrn Walter, das kannten Sie ja schon, und jetzt von Bernd Alt-Epping. Was hat das so für Gedanken zu Ihrem Vater in Ihnen ausgelöst? Und in dieser Zeit denken Sie sich bitte auch Ihre Gedanken und Ihre Fragen, die wir gleich mit Ihnen diskutieren wollen. Ja, mir schwirrt jetzt im Kopf vor, wir haben jetzt gerade zum Schluss gehört, dass eigentlich die Voraussetzung für den Begriff FVMF die freiwillige Entscheidung oder die Freiwilligkeit ist. Und bei der ganzen Begrifflichkeit, bei den ganzen Definitionen, die wichtig sind, aber die wir heute Abend gehört haben, in mir immer nur im Kopf rum, wo ist das Recht des Betroffenen? Das sehe ich nicht. Das sehen Sie worin nicht? Das ist mir heute Abend nicht begegnet, dass sich überhaupt Gedanken darum gemacht wird, ob der betroffene Mensch, und wir reden jetzt nicht über Sterbenskranke, das haben wir, glaube ich, alle heute Okay. Abend deutlich gemacht, aber wir reden über die Menschen, die aus welchem Grund auch immer, und da gebe ich Ihnen auch völlig recht, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, prima, freiwillige Verzichtung, Nahrung, Flüssigkeit, will hier. So einfach geht es ja auch nicht. Es muss ja schon irgendwie ein Gremium sein aus vielleicht Ethikern, Ärzten, auch wirklich einem religiösen Vertreter, Familienangehörige natürlich. Und vor allen Dingen muss klar sein, dass der Mensch, der Patient oder der Betroffene, um den es geht, dass der noch geistig sich so äußern kann. Und dann muss es doch möglich sein, unabhängig von Definitionen einen Konsens zu finden und eine Möglichkeit zu finden, diesen Menschen freiwillig oder eine Möglichkeit zu finden, dass dieser Mensch freiwillig und selbstbestimmt aus dem Leben schneiden kann, weil er möchte. Gut, da sprechen Sie natürlich ein wichtiges Thema an, was wir ja zum Beispiel in unserem Nachbarland hier drüben in Holland auch erleben. Kann es in Kommissionen irgendwelche ethisch schwierigen Entscheidungen, klappt das, ne? Oder wird es dann auch zur Routine bei den Zahlen, Bernd, die du ja auch gezeigt hast, wenn das so wäre, wenn. Jetzt aber Ihre Fragen. So, bitteschön. Versuchen Sie laut, mal schauen, wer schneller ist, mit Sie mit Ihrer Frage. Oder Frau Hetzschrath. Erstmal sehr eindrücklich, sehr berührend, aber was mir am Ende dann doch sehr, ja, ich sage auch etwas verärgert hat, muss ich ganz sagen, oder war, dass Sie sehr häufig gesagt haben, dass Ihr Vater sich gewünscht hat, in Würde zu sterben. Und das impliziert natürlich, ich denke, Krankheit, Leiden gehört zum menschlichen Leben dazu und impliziert damit eigentlich für mich, dass eben ein Leben in Hilflosigkeit, in Abhängigkeit eben nicht mehr würdevoll ist. Und da habe ich da einfach mal eine große Schwierigkeit, dass das so eng verknüpft wird. Ich kann verstehen, wenn ein Mensch sterben möchte und kann es gut akzeptieren, aber die enge Verknüpfung, dass nur das quasi dann würdevoll ist, so kommt es bei mir an, da habe ich Schwierigkeiten damit. Wollen Sie kurz darauf antworten? Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich würde auch denken, es war zum Schluss nicht würdevoll. Er hat es sich natürlich anders vorgestellt, er hat es sich leichter vorgestellt. Es war in seinem Fall war es wirklich schwierig. 41 Tage ist einfach so eine Zeit.
ich sag mal, die letzte Woche war wirklich ein absoluter Pflegefall, aber davor war es so, er hat das Gefühl, er macht es selbstbestimmt. Und das war für ihn dann, was er von seiner Würde noch, was an Würde noch übrig blieb für ihn. Da muss ich nochmal dazu sprechen. Ich meine jetzt nicht, dass das Sterben Ihres Vaters, was am Ende nicht würdevoll ist, sondern ich kann genauso sehen, dass eben Würde bedeutet, eben diesen Prozess, der irgendwo von der Natur, von der Krankheit, wie immer man das bezeichnen will, eben durchlebt und durchlebt wird, ohne den Suizidgedanken zu haben. Ja, das kann man denken. Ja. Da sehen wir wieder mal, dass solche Begriffe wie Würde, wie Autonomie, ja, was die wirklich in der Praxis bedeuten. Also manche sprechen auch von Plastikbegriffen, weil das eigentlich mit unterschiedlichsten Inhalten gefüllt werden kann. Und das ist es ja gerade. Und vielleicht ist es eben auch etwas, was erst im Miteinander entsteht, sowas wie das Gefühl von Würde. Würden Sie dem zustimmen, Herr Fink? So, Sie sagten, das Recht wäre nicht auf Selbstbestimmung. Vielleicht kann ich das nochmal betonen, dass die Empfehlung des Ethikrates sagt, dass wenn in Freiwilligkeit, aber das ist ja auch ein großer Begriff, sich ein Mensch dazu entscheidet, der auch entsprechend begleitet werden kann, soll. Was Sie bei Ihrem Vater erlebt haben, war gerade nicht eine Begleitung. Keine Mundpflege durch die Pflegerin, kein Arzt, der die auftretenden Nebenwirkungen entsprechend, zumindest mit Beratung, mit dabei sein, fachlich auch begleiten kann. Das war sicherlich, muss ich sagen, unwürdig. Ja, aber gerade die Akzeptanz auch in katholischen Einrichtungen, so zumindest der Ethikrat trägerübergreifende Bistum Trier sagt, dass das zu akzeptieren ist und ein Mensch dann auch Anspruch auf Begleitung hat. Medizinisch, pflegerisch, menschlich und damit auch seelsorglich, soweit er dafür ein Bedürfnis. Und das haben Sie nicht erfahren und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, da gibt es auch noch große Unsicherheiten. Ja, klar, ganz genau. Das haben wir heute auch schon erlebt hier, also Unsicherheiten zu Begrifflichkeiten, zu dem Thema, zu den Einstellungen und auch zu den, was ich sehr schön fand, Bernd, war auch die Ursprungshaltung, wie auch Ihre Motivation, heute herzukommen. Also da gibt es sicherlich die Sekundärmotivation, hast du es genannt, ja, sich dem Thema zuzuwenden, genauso mit der Sterbehilfediskussion. Es ist eigentlich ganz häufig schon entschieden, bevor man in solche Diskussionen eintritt, wie ich zu etwas stehe. Aber vielleicht hilft ja so eine auch kontroverse Symposium wie heute auch ein bisschen dazu, die eigene Position manchmal auf der einen oder anderen kleinen Stelle zu verändern. Bitte. Ja. Ich würde gerne noch was zur Würde sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher... Können Sie kurz sagen, wo Sie herkommen? Ich bin Christine Hunge und ich bin Ansprechpartnerin der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben und sage mal, dass ich mich freue, dass so viele Menschen hier sind, und schön, weil es einfach auch ein Ausdruck dafür ist, dass es das Thema ist. Bei Würde ist mir wichtig, meine Würde ist meine Sache und ich glaube, niemand kann mir vorschreiben, auch nicht die Politiker, die entschieden haben, was meine Würde ist. Das ist das eine. Dann würde ich gerne einfach noch was sagen. Ich bin Ansprechpartnerin, das heißt, es rufen Leute an. Und in der Vergangenheit wird ganz oft angerufen, weil Leute nach Sterbefasten fragen. Die sagen, ich habe eine Palliativmedizinerin, sie möchte es nicht. Und ich bin froh, in Köln zu sein, weil es Stellen gibt, die helfen und unterstützen. Das andere ist, es rufen Leute an und sagen, können Sie mir bitte ein Altersheim nennen, in dem Sterbefasten praktiziert wird? Und wo ich sage, oh, das weiß ich jetzt auch nicht, fragen Sie. Und dann einfach noch mal die Bitte an den katholischen Theologen, dann heißt es immer, ja, aber das ist ein katholisches Haus, da kann ich doch nicht fragen, die machen das doch eh nicht. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dass das, was erarbeitet worden ist von der Ethikkommission, auch bis runter geht in diese kirchlichen Altersheime. Danke. Ja, danke schön. Also wichtig ist, Sie sind angesprochen, genau, dass man auch unterscheidet zwischen, was wir in der Praxis alle tun, auch die Empfehlung, zwischen dem der Wunsch kommt bei einem bereits in Betreuung Befindlichen und jemand, der sozusagen nur eine Institution zur Ausführung sucht. Das ist ein großer Unterschied. Genau.
Also Sie werden keine Werbung auf den Homepages der Altenheime finden. Das war eben damit gemeint, keine Anreize zu schaffen. Aber ich habe im letzten Jahr 2 Sozialarbeiter supervisorisch begleitet, für die da noch Fragen offen waren, wo Bewohner in einem Altenheim katholischer Trägerschaft sich entschieden haben, nicht mehr zu essen, zu trinken. Die hatten keine terminale Erkrankung, sondern waren lebenssatt. Hier in Köln haben die gesagt, der Herrjott hätte mich verjesset zu Holle. Und jetzt ist Schluss, ich jeff den Löffel ab. So macht der Kölner das. Und das wurde akzeptiert, begleitet, führt natürlich aber auch manchmal zu Belastungen. Und die wurden dann, wurde dem Personal auch vom Heim auch finanziell unterstützt, dass sie supervisorische Begleitung haben. Aber sie werden, ich kann jetzt nicht sagen, ach, gehen Sie in das Heim oder gehen Sie in das Heim, aber Menschen, die in einem Heim katholischer Trägerschaft sind und danach fragen, sollen begleitet werden. Ob das in allen so ist, da möchte ich auch nicht die Hand für ins Feuer legen. Wie bei allem, bei Medizinern, bei Juristen, finden Sie unterschiedliche persönliche Einstellungen. Nur an der Uniklinik Köln wird gut Palliativmedizin überall gemacht. So. Bernd. Ich hatte gerade so eine Fantasie, eigentlich, was passiert wäre, wenn wir in unserer Gesellschaft nicht diese Diskussion auf einmal auf dem Tisch gehabt hätten, ob der freiwillige Verzicht auf Nahrungsmittelflüssigkeit eine Form des Suizids wäre. Ich glaube, dann wären wir mit diesem Thema viel entspannter gewesen. Und ich glaube, die ganze Palliativ- und Hospizszene, glaube ich, wäre, glaube ich, da hätte keine großen Probleme gehabt, das sozusagen zu begleiten. Und da auch wirklich da empathisch sich um Menschen zu kümmern, die aus ihrer spezifischen individuellen Situation heraus eben halt einen solchen Entschluss fassen. Also ich glaube, wir wären die Letzten, die sich da wirklich gegen gestärkt hätten. Aber nun gibt es diese Diskussion, und diese Diskussion verunsichert die Menschen, die Gesellschaft, aber vor allem die therapeutisch Tätigen und vor allem auch die therapeutisch tätigen Ärzte natürlich enorm, weil eben halt man sich natürlich dagegen Fragen stellt, ja, wenn ich das jetzt sozusagen als suizidale Handlung verstehe, was dann? Und insofern, das war letztendlich auch mein Anliegen gewesen, da wieder ein Stück weit zurückzukommen und da ein Stück weit herunterzukommen und diese Diskussion einfach vielleicht beiseite zu lassen. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir gar nicht so weit weg von all dem, was wir uns wünschen wollen für die Begleitung von schwerstkranken Menschen. Ja, Martin Weber aus Mainz vertritt dort die Palliativmedizin an der Universität. Zunächst mal vielen Dank für dieses breite Spektrum, was wir hören konnten. Vielen Dank auch an die Veranstalter. Ich möchte gerne nochmal den Punkt des Totenscheins ansprechen, weil mir das auch in dieser Diskussion, wenn es um die Frage geht, ist das in Ordnung, das zu begleiten, mir ein wichtiger Punkt zu sein scheint. Und Bernd, du hast das ja sehr eng verknüpft. Wenn es Suizid ist, dann muss es ein nicht natürlicher Todesart sein. Ich sehe es anders. Ich finde, es geht ja nicht um die Todesursache, um die Todesart. Also beispielsweise, wenn ein Patient stürzt auf der Straße, zieht sich einen Schenkelhalsbruch zu, kommt in die Uni, wird auf der Intensivstation behandelt und stirbt an einer Pneumonie, wo jeder sagen würde, das ist doch natürlich, muss ich ankreuzen, nicht natürliche Todesursache, weil es könnte ja sein, dass ihn jemand geschubst hat, als er gestürzt ist. Das heißt, bei dieser Angabe auf dem Totenschein, natürlich oder nicht natürlich, geht es einzig und allein darum, hat das Ganze eine staatsanwaltschaftliche Relevanz. Das heißt, muss die Staatsanwaltschaft prüfen, ob hier ein Fremdverschulden vorliegt. Deswegen dann all diese Szenen, die du auch genannt hast mit Schlagnahmung etc. pp. Ich meine, egal ob wir es als Suizid ansehen oder nicht, dürfen wir ankreuzen, natürlicher Tod, weil kein Anhalt dafür ist, dass es ein Fremdverschulden dabei gibt. Bernd, magst du direkt was dazu sagen? Also ich verstehe, was du sagst. Ja, aber ich mahne sozusagen, dass die Juristen das anders sehen. Der Staatsanwaltschaft das auch. Und das sieht, also das niedersächsische Bestattungsrecht ist vor kurzem sogar noch mal drastisch verschärft worden. Und alle möglichen Szenarien, sozusagen, die auch nur den Ansatz von nicht klar sozusagen oder nicht vorhersehbarer Verlauf haben, müssen mittlerweile als nicht natürlich angekreuzt werden. Und das zieht immer noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach sich. Und das ist, für uns ist das kontraintuitiv und auch absurd manchmal an manchen Stellen. Wir würden uns wünschen, es wäre eher etwas Ursachenspezifisches oder wir selbst könnten unsere eigenen Wertungen mit einfließen lassen. Aber ich ahne, dass wir da, richtig zumindest eben halt da Gegenwind bekämen. Herr Walter, dazu?
Das Problem ist eigentlich der Totenschein. Der ist entstanden, lange bevor man überhaupt in der Folge diskutiert hat. Und es gibt auch eine einfache Lösung, die muss man aber wollen, nämlich die Totenschein entsprechend zu ändern, dass man das da ankreuzen kann. Das würde aber zum Ausdruck bringen, dass in Deutschland Sterbefasten zu einer gesellschaftlichen Normalität geworden ist, was ja nicht heißt, dass es haufenweise passiert, aber es ist akzeptiert, es ist bekannt und keiner regt sich mehr auf und da sind wir noch lange nicht. Das Gleiche ist ja auch mit der Frage Suizid und Bernd hat es ja perfekt auch dargestellt, aus der psychiatrischen Welt kommend, die Suiziddefinition, wo ja 90% der in der Psychiatrie sich Suizidierenden eine psychiatrische Erkrankung, eine Depression haben. Und wir haben ja ganz andere Menschen im Auge und begleiten die. Also auch da die Frage, gibt es da andere Suizidformen? Es wurden ja ein paar Begrifflichkeiten auch schon genannt. Also ich denke, wir sind auch mit dem Hintergrund von Begriffen halt auch sehr unterschiedlich besetzt. Klaus, du hattest bei uns, du willst gar nichts sagen dazu, als unser Psychiater hier im Haus, mein Psychiater, zum Thema Suizid oder auch was Martin Weber gesagt hat zu den Ankreuzen der Totenscheine. Ja, ich habe das. Ja, das Mikro kommt, deswegen zögere ich etwas. Ja, zum einen mal auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Breite der Diskussion. Auch deshalb, weil ich glaube, sie ist rational nicht zu entscheiden. Ich glaube, das sind unterschiedliche ethische Positionen, die eher dem einen näher liegen, dem anderen weniger näher liegen, die natürlich verschiedene Implikationen haben, die auch zu bedenken sind. Ich komme als Psychiater eben auch aus der psychiatrischen Seite und kenne Menschen, die auf Nahrung und Flüssigkeit verzichtet haben, im Rahmen ihrer psychiatrischen Erkrankung. Jetzt kann man sagen, war nicht freiwillig. Jetzt ist das nur so ein Problem mit der Freiwilligkeit des Willens. Gibt es den überhaupt oder ist das nun eine Fiktion? Das heißt, wo ist dann letztendlich die freie Verfügbarkeit und wo ist sie begrenzt? Letztendlich komme ich natürlich auch aus einer Welt, wo wir diese Menschen gut begleiten konnten, wo die auch nach dem Durchleben ihrer schweren depressiven Episode dann auch sehr dankbar waren, dass wir letztendlich sie begleitet haben. Aber das sind für mich ganz andere Kontexte. Und ich sage mal, wenn ich jetzt überhaupt dafür den Begriff der Freiwilligkeit verwenden würde oder dürfte, würde ich dann natürlich von Suizid sprechen. So, da komme ich auch nicht drum herum. Interessant finde ich das vielleicht auch als Psychiater, dass ich hier durchaus auch im psychiatrischen Bereich unterwegs bin und ich bislang bei den Psychiatern auch selber eine ganz klare Aussage gefunden habe, dass die Fälle, die wir aus der Palliativmedizin kennen, die also sterbenah sind, wo der Tod vielleicht schon an der Tür geklopft hat, noch nicht im Haus ist, aber wo das Leben beginnt zu enden oder absehbar beendet, dass da ein Psychiater nicht von Suizid spricht, wenn derjenige dann nicht mehr isst, nicht mehr trinkt oder auch eine Therapie wie eine Dialyse oder eine Beatmung abbrechen möchte, auch wenn er darüber verstirbt. Also kein Psychiater sagt, er ist Suizidalität. Und da gilt, glaube ich, auch, da hat die Wolfersdorfsche Definition eine Schwäche. Ich will sagen, ich glaube, ethische Positionen, wenn wir sie verallgemeinern, werden nicht allen Menschen gerecht. Ich glaube, die ganze Bandbreite klar wurde, auch in den Diskussionen, dass ich glaube, dass es Fälle gibt, wo ganz klar die einzelne Person das für sich in Anspruch nimmt. Und ich glaube, da müssen wir auch dazu lernen, dass es solche Menschen gibt, die sind vielleicht virtuos, die können das, aber die gehören auch begleitet. Und es gibt wiederum andere, die eben, wo es auch so ein Beziehungsprozess ist, wo ich auch persönlich in der Begleitung es erlebe, dass es eben nicht eine klare Aussage ist, ich möchte jetzt nicht essen, sondern eher ein Prozess ist der Begleitung,
Und manchmal wundert man sich dann, dass dann doch das Essen wieder beginnt. Und manchmal endet es halt mit dem Tode. Das vielleicht so eher so ein Versuch der verbindenden Position. Ich glaube, ganz allgemeingültig auflösen werden wir es nicht. Ja, danke Klaus, nochmal Klaus Perra für die Sichtweise aus der psychiatrischen Welt. Jetzt eine Meldung, zwei Meldungen und dann... Ja? Bitte, Frau Dunkel. Veronika Dunkel, ich war Palliativfachpflegekraft und arbeite jetzt immer noch als Palliativ-Care-Coach. Sie sind immer Palliativpflegekraft, Ihr ganzes Leben. Was ich in Ihrer Erzählung über Ihren Vater, Frau Luckwald, immer wieder gehört habe, waren Begriffe wie selbstbestimmt, sehr willensstark, autark. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Dass Ihnen das nicht letztendlich bis zum Ende gelungen ist, ist schade. Aber genau solche Menschen treffen wir immer wieder, die sagen, und wenn ich jetzt damit aufhöre, wie läuft das dann? Weil es geht dann tatsächlich um den freiwilligen Verzicht von Nahrung und Flüssigkeit. Es wird hier viel von Definitionen, Begriffsklärungen, von Staatsanwaltschaft und dergleichen geredet. Mir geht da so ein bisschen der Mensch mit seinem Willen und seinen Wünschen verloren. Und ja, die Angst vor dem Staatsanwalt steht bei Ärzten nicht ohne Berechtigung immer im Vordergrund. Der Mensch aber fehlt mir ein bisschen. Und vorhin ist dieser schöne Begriff gefallen, den Löffel abgeben. Das ist ein Wort, das wir schon lange in unserer deutschen Sprache haben. Und nicht umsonst ist dieser Begriff geklärt worden, weil es geht nicht nur darum, dass man den Löffel abgibt, indem man stirbt, sondern dass früher alte Menschen durchaus den Löffel abgegeben haben, damit sie sterben konnten. Und das hat ihnen niemand genommen. Ich weiß nicht, ob wir berechtigt sind, einfach so mit unseren Griffen Menschen nicht mehr zu ihrem Recht verhelfen zu können. Mhm. Danke, Frau Dunkel. So, hier, Sie hatten sich in der Mitte, Sie hatten sich noch gemeldet, genau. Vielleicht schauen wir es auch unten. Schauen wir mal. Freitrat ist schnell. Dankeschön. Es sind sehr viele interessante Aspekte angesprochen worden. Einer ist mir wesentlich zu kurz gekommen. Ich habe eben, als die Frau Luckwald mehrmals erwähnte, dass es bei ihrem Vater 41 Tage gedauert hat, der Sterbeprozess, ganz kurz ist mal ein Display gezeigt worden, da war, glaube ich, die kürzeste Frist 10 Tage genannt. Ich hatte mir auch erhofft, heute etwas über den physiologischen Sterbeprozess zu erfahren. Okay. Besonders, wenn man jetzt über Patientenverfügungen nachdenkt. Wie soll ich eine Patientenverfügung dezidiert schreiben, wenn ich gar nicht weiß, wie läuft dieser Sterbeprozess ab? Und wie kann er begleitet werden? Diese Kritik tauchte auch mehrmals auf mit Befeuchten des Mundes und so weiter. Also was mir fehlt, ist wirklich eine genau präzise Beschreibung, wie läuft der Prozess ab und was kann ich tun, damit er menschlich abläuft. Ich glaube, das wüssten wir alle gerne von unserem eigenen Sterben, wie genau es denn sein wird. Können wir es so genau auch sagen? Hängt doch ein bisschen auch von den Umständen ab, Bernd. Das ist doch für dich, oder? Ich denke, Sie meinen jetzt das Versterben im Rahmen dieses Kontextes von Flüssigkeit. Bitte das Mikro etwas näher. Ja. Also ich denke, Sie meinen Versterben im Kontext von Flüssigkeit, nicht das Versterben insgesamt. Also tatsächlich, dazu gibt es null Daten. Wir haben keine Daten, also wir wissen das nicht, was dann passiert. Ich glaube, rein physiologisch oder pathophysiologisch, nach dem, was man vom menschlichen Körper weiß, muss man schwer davon ausgehen, dass die Länge, wie lange sich ein solcher Prozess halt hinzieht, wesentlich damit zu tun hat, wie schwer vorerkrankt der Patient vorher war. Menschen, die eben sehr schwer erkrankt waren, die sowieso schon in einer sterbenden Situation waren, die Multiorganversagen waren, die eine angeschlagene Nierenfunktion gehabt haben, die werden wesentlich schneller zu Tode kommen, als wenn Menschen wie Sie oder ich das täten. Dann würden wir schlimmkeitig leiden und das würde Wochen dauern möglicherweise. Das wissen wir aber nicht gerne, bei uns doch. Und es gibt keine Daten dazu, wir wissen es nicht. Es gibt natürlich Erfahrungswerte, die Erfahrungswerte hängen aber eben maximal von den Ausgangsbedingungen ab, in denen der Patient in diesen Prozess hineingestartet ist.
Und da spielt die Nierenfunktion, der Flüssigkeitsstatus, die Herzfunktion, die Organisationsorgane eben halt eine riesengroße Rolle. Und was dann aber passiert, das denke ich, das sollte eindeutig sein, mit dem Flüssigkeitsverzicht, denn das ist das Entscheidende, nicht der Kalorienverzicht, der Flüssigkeitsverzicht, wird es eben halt zu einem Nierenversagen kommen. Es kann mal sein, dass das Nierenversagen eben halt auch dann in einer, zumindest von außen betrachteten, in einem Ruhezustand dann einmündet. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Also wenn wir niereninsuffiziente Patienten betreuen an unserer Station oder den Patienten, die sozusagen auch absehbar an Nierenversagen sterben, das kann jeweils auch eine schwerstgradig belastete Situation sein. Ja, auch das wissen wir nicht. Das kann man auch irgendwie schlecht vorhersagen, welcher Patient jetzt sozusagen in eine Belastungssituation hineinschlittert oder welcher Patient sozusagen dann in eine komatöse Bewusstseinsstörung hineinschlittert. Also das heißt, da müsste man tatsächlich auch Studien machen und gucken sozusagen prospektiv, wie läuft was eigentlich überhaupt ab. Wir wissen es nicht. Aber klar ist sozusagen, dass es maximal von der Rahmenbedingung abhängt, mit denen der Patient diesen Prozess begann. Ja, ganz herzlichen Dank. Und dann wissen Sie auch noch nicht, was Sie dann in Ihre in Ihre Patienten. Ganz kurze Zusatzfrage noch. Ich habe immer schon mal gehört, dass Menschen, die verdursten, sehr schnell sterben und auch in so einen komatösen Zustand geraten. Das klang bisher für mich, hatte das eine gewisse Allgemeingültigkeit, aber das sehen Sie völlig anders, wenn Sie reden. Herr Walter. Ja. Ich kann nur noch mal werben für diese Internetseite und ich bin auch dankbar, wenn wir zu konkreten Punkten evidenzbasierte Eingänge kommen. Ich habe die Einschätzung, dass wir gar nichts wissen, nicht in der Schweiz forscht die pflegewissenschaftliche Arbeitsgruppe von Herrn Finger zum Sterbefasten, kümmert sich mehr um die Einstellung der Leute, aber bereitet damit auch den Boden vor für mögliche klinische Studien. Man muss nur erstmal an das Thema ranwollen und es nicht tabuisieren. Und in dem Buch von Herrn Chabot und mir gibt es zumindest eine Tabelle auf der Basis von nahezu 100 Fallbeispielen, die eine vorläufige Orientierung durchaus gibt. Und da muss jeder dann selber schauen, wir mit dem jetzigen Stand des Wissens, der natürlich begrenzt ist, selber zu irgendeiner Einschätzung kommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, das ist ja Ergebnis oder auch Ziel dieses Abends gewesen, was Sie gesagt haben, jetzt nicht nur zu diesem einen Punkt, sondern insgesamt zum Thema freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, dass Sie selbst Informationen, breit gespannteste Informationen bekommen, um selbst zu dem Thema ein bisschen mehr auch eine Einstellung entwickeln zu können oder Ihre Einstellung, die besteht, weiterzuentwickeln. Die Abschlussrunde möchte ich doch gern nochmal, vielleicht gleich bei Ihnen, Herr Walter, nochmal starten. Was nehmen Sie heute Abend mit? Haben Sie irgendwas Neues gehört? Das Mikro liegt dort, außer Sie wollen nichts sagen. Nicht unbedingt etwas Neues. Ich habe vor allen Dingen erstmal wieder mitgenommen, es ist ein breites Interesse. Und es wäre natürlich toll gewesen, wenn es doppelt so viel Zeit gab, dass aus dem Publikum noch mehr Fragen kommen. Das ist für mich oft noch den größten Neuigkeitswert. Ich fand es schon gut, dass wir hier in diesen vier verschiedenen Auftritten verschiedene Aspekte kontrovers, aber nicht nur kontrovers eben beleuchten konnten. Ich kann nur hoffen, dass das Sie auch zum Weiterdenken dann wieder anregen könnte. Bernd? Eine Vielzahl von Eindrücken. Ich denke, dass das klar geworden ist, dass Menschen, auch gerade jetzt, wenn ich den Alterungsprozess in unserer Gesellschaft angucke, unsere epidemiologischen Entwicklungen, Menschen sind auf der Suche nach Auswegen. Auswegen aus ihrem Leben und eine Exit-Strategie, wenn sie so wollen. Ja? Und in meiner Wahrnehmung eben jetzt liegt von unserer Seite, von palliativmedizinischer Seite aus, auch der Schwerpunkt bei diesen Exit-Strategien zu schauen, wo sind denn Therapien vielleicht überflüssig und eher schädigend als nützlich. Und vielleicht hier eher zu gucken, ist das nicht sozusagen noch der Schwerpunkt und der Fokus, eben halt, wie die Menschen denn dann auch wirklich in Würde und auch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden können.
und nicht so sehr eben halt jetzt quasi dann auch Handlungen dann eben halt zu begehen, die dann potenziell auch selbstschädigend sind und mit schweren Belastungen einhergehen. Das ist der Punkt. Und, ich glaube, vielleicht auch, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, auch eben halt aufgrund der Bemerkung aus dem Publikum, wir leben in einer Gesellschaft, wo eben halt wir sanktioniert sind, eben nicht Menschen Medikamente zu verabreichen, dass sie aus dem Leben scheiden, sterben, töten, zu den Opfern landen oder sowas. Und das ist ja keine Erfindung von Politikern, sondern das ist ein Wertekonsens in unserer Gesellschaft, der durch die Politik vertreten wird. Und das, glaube ich, muss man sich mal wieder klar machen. Bislang haben wir einen Wertekonsens in unserer Gesellschaft, dass wir keine Tötung auch verlangen wollen. Dieser Wertekonsens wird immer umgesetzt durch die Politik, aber die Politik ist ja nur ausführendes Organ. Wir können die auch abwickeln. Und insofern glaube ich eben, diesen Wertekonsens würde ich gerne eine Weile noch hochhalten wollen. Vielen Dank. Ja, was nehme ich mit heute Abend? Also erstmal möchte ich mich bei Herrn Eppig auch nochmal dafür bedanken, dass er uns nochmal aufgezeigt hat, dass letztendlich die Diskussion, ist es ein Suizid oder nicht, uns eigentlich einen Wehrdienst erwiesen hat. Und ohne diese Diskussion wären wir wahrscheinlich schon weiter in Bezug auf die Frage, was ist Selbstbestimmung, was ist möglich. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Wertekonsens. In einer Gesellschaft von Individuen, ich gebe ihm recht, es muss geregelt werden, aber dieses Thema Selbstbestimmung und vor allen Dingen der freie Geist, den die Menschen haben, den wir geboren werden, das ist mir doch wichtig, dass das in dieser Diskussion noch einen viel weiteren Raum einnimmt, als es das bisher tut. Mhm. Dankeschön. Herr Fink, es ist nicht immer so hier, dass die Kirche das letzte Wort hat. Ich bin ja noch nicht die Kirche. Ja, gut. Gut, dass Sie das nochmal klargestellt haben. Ja. Also erstaunt oder überrascht hat mich, dass diese eher theoretische Diskussion um den Suizid medizinisch, ethisch geführt werden muss, aber in der Praxis kaum Relevanz hat, wenn es tatsächlich schon mal ans Eingemachte, hört sich jetzt komisch angeht. Und was ich nochmal mitnehme, vor allen Dingen, wenn sich ein Mensch entschieden hat, frei, wie auch immer das geschieht, ich glaube, wir haben eine Ahnung davon, lasst sie nicht allein.